Er hatte ja aufgenommen, er bringt ja immer seine ganze Aufnahme in einer Folge, weil er immer zu faul ist, um eine Folge. Moin, hey, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu dem Minecraft Together mit dem Doktor, aber heute mal ohne mit dem ohne Doktor. Ja, denn ich habe mir einfach mal eine halbe Stunde genommen und dann mache ich heute einfach mal ein bisschen alleine. Aber dann geht's auch wieder mit ihm weiter, einfach mal so. Ich musste ja auch irgendwie hier mal aus meiner Höhle rauskommen, wo ich eben noch drin bin. Das weiß ich nämlich auch noch. Und ich habe gar kein Texture Pack drin. Jetzt in 1.7.2, wie man sieht. Das nehme ich dann mal. Ich nehme heute mal Mieser. Lol. Okay, Mieser. Okay, wenn das gleich eh hängt, dann würde ich mal sagen, ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. So, es geht weiter. Ja. Der Anfang war jetzt ganz toll. Ich gehe vom Server und gehe gleich wieder vom Server. Ich starte die Folge und beende die Folge gleich wieder. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe gar keine Minimap, aber mein Zuhause war auf jeden Fall irgendwie in die Richtung. Grabe ich mich erstmal wieder raus. Er ist ja nicht da. Nur ich und dann. Ja. Grabe ich mich hier raus. Einfach so. List kann. Und ich gehe natürlich wieder zurück und nehme hier meine Sachen mit. So. Die Fackel kommt auch mit. Ist jetzt zwar ein bisschen dunkel, aber okay. Der Weg soll auch nicht mehr zurückverfolgt werden können. So. Dann gucken wir mal, wie schnell wir hier rauskommen. Und ja, vielleicht hört man es auch. Ich bin momentan ein bisschen verschnupft. Ja, ist die Zeit irgendwie. Irgendwie ist momentan jeder verschnupft. Keine Ahnung. Voll komisch. Die Texturen sehen für mich gerade irgendwie ein bisschen schwammig aus. Oder? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl. Weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Gerade jetzt erstmal gucken, wie schnell wir hier denn rauskommen. Und jetzt haben wir, wie gesagt, erstmal eine halbe Stunde, also 2 Folgen lang Zeit, um uns ein bisschen neue Lebensqualität zu erschaffen. Und dass wir davon beim Doktor, mitten durch den, wie auch immer, Doktor genervt werden. Jetzt sind meine Fackeln wieder kaputt. Auch toll. Ja. Genau. Ich glaube, ich mache mich hier mal so eine Art Markierung hin. Oh, fuck! Nein! Ach so. Oh, das ist eigentlich voll. Das sieht noch voll weit aus. Lol. Irgendwas stimmt hier mit dem Texture Pack nicht. Komisch, sonst wechsle ich gleich nochmal. So. Früher markiert sie echt noch so ewig weit aus, aber ich bin jetzt schon draußen. Komisch. Ach da. Verstehe ich nicht ganz, aber okay. So. Dann, jetzt habe ich hier gerade ein bisschen Stein. Dann baue ich mich hier erstmal einmal um mein Haus herum. Denn hier müssen ja auch langsam mal Wände hin. Und ohne Wände kommt man hier auch nicht weit. Ja, so. Da mache ich Erde hin, da können wir nämlich noch was anpflanzen. Hier mache ich vielleicht auch noch ein bisschen Erde hin. Wir brauchen ja immer genug Essen. Oh, das war dumm. Ach, ich mache es einfach anders. Ich mache hier ein Loch. Na egal, Erde kann wegbleiben. Hä? Na, jetzt komme ich nicht mehr raus. Oh, super. Warum wird das abgebaut? Das ist sogar Rohr. Verstehe ich gerade nicht, aber okay.
Ich muss mal gleich einen Eimer machen, damit das Wasser hier auch noch bleibt. Und ja, dann sind wir jetzt einfach mal ein bisschen effektiv. Müssen wir jetzt hier sein. Ja, weil sonst habe ich ein Problem. Und ja. So, Eimer. Habe ich einen Eimer eigentlich dabei? Nein. Ist auch keiner drin. Und mir ist aufgefallen, es ist mir ernsthaft gar nicht aufgefallen in den letzten Folgen. Ich habe erstmal mein Eisenschwert machen. So. Ich habe gar keine Rüstung. Das war, ist mir gar nicht aufgefallen, echt nicht. Null. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ernsthaft, das war komisch. Ich war einfach die ganze Zeit ohne Rüstung. Ich wusste es nicht. Ich wusste es überhaupt nicht. Ich mache erstmal nur so ein. Ich will mein komplettes Eisen gerade auch nicht verschwenden. Aber wir gehen nachher bestimmt nochmal auf die Suche. Und ja. So, es war zwar nicht effektiv. Der Platz jedenfalls nicht effektiv, aber okay. Mir soll es egal sein. So, so. Ja. Slack natürlich wie immer hier auf seinem Server. Die Texturen sind verschwommen, Tatsache. Ich weiß echt nicht, woran das liegen kann. Komisch, komisch. Das Mikrofon. Momentan ist echt so. Weiß ich nicht. Ich freue mich aufs neue Jahr. Es wird hoffentlich besser. Doch die Texturen, oder? Ich weiß es echt nicht. Haben wir noch hier irgendwie mehr Stein drin? Nee, so viel Stein haben wir auch nicht. Ich packe mal am besten mal einen halben Stack da rein. Weiß ja nie, wenn man es nochmal gebrauchen kann. Der Server sagt hi. Nevok auch. So. Ich denke, mit 10 Cobblestone behalte ich einfach so mein Inventar. Nee, 9. Komm. Ich mach's so. Ja, dann haben wir schon mal eine halbe Wand hier vor. Ist ja auch schon mal etwas. Gar nichts. Ein bisschen. Ja. Ja. Nee, ja. Keine Ahnung. So. So. So, so. Und jetzt hier noch ein bisschen Erde. Und vielleicht auch noch hier ein bisschen. Und schon nimmt unser Haus ganz neue häusliche Form an. Ja. Moment. Ich brauche hier auch was für mein Thumbnail. Und wir haben bis 20 vor Zeit. Jetzt gerade ist es 20 nach, also müssen wir gucken, dass wir vorankommen. Möglichst schnell. Und möglichst effektiv eben. Sand brauche ich echt nicht. Ja, ich bin so verschwenderisch, ich weiß, ich weiß. Voll schlimm mit mir. Ah, ich glaube, da gibt es viel schlimmere Menschen. Aber ich muss mal nach Hause. Ich kann ja einfach nicht. Na komm, ich lass es. So viel werde ich dann wahrscheinlich sowieso nicht finden. Und ich glaube, ich gehe mal wieder in die Höhle zurück, denn ich habe hier auf meiner Flucht ein paar interessante Sachen gesehen. Das Problem war eben nur, Alter, wie ich mich erschrocken habe, dass auf einmal ein Pfeil drin steckte. Blödes Skelett. So, eins. Obwohl, könnte ich gebrauchen für schnelleres Wachstum, fällt mir gerade ein. So, Eisen aufnehmen. Eisen ist immer gut. Vor allem momentan habe ich's doch richtig gesehen. Na, du Alter. Creeper. Bitte. Oh Mann, ey. Warum droppen die momentan nie? LOL! Ja,
Uff, ach, bisschen Schwarzpulver immerhin. Also eins ist noch nicht allzu viel, aber ist etwas wenig. So, dass sie auch keinen neuen spawnen. Alles gut ausleuchten. Kohle mitnehmen. Was hab ich da? Irgendwas ist da nicht richtig. Das Texturenpaket ist falsch, obwohl es eigentlich auch nur für die 1.6. Daran könnte es liegen, aber kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, weil ich habe ja gar keine neuen Sachen im Inventar. Kein gefärbtes Glas oder so. Wirklich, die 1.7 Sachen sind schon interessant, aber. Ja, es gab bessere Updates. 1.5 habe ich sehr gemocht, muss ich sagen. Und ja, weiß ich nicht. Mal gucken, was in 1.8 kommt. Ich muss gerade nur lachen, weil ich jetzt schon daran denke. Wohl gerade erst, ja, ne, gerade erst, aber ist nicht so lange her, dass die 1.7 rauskam. Und jetzt denke ich schon wieder über die 1.8 nach. Ja, das bin ich. Irgendwie. 14 Level. Server. Ja, ist ja Server, der Doktor. Also, der Admin eben. Der Host. Und, da fällt mir doch gerade was ein. Auf einmal, kurz vor Folgenende, da fällt mir gerade ein, der Doktor, es gibt ja diese Folge. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Nummer die hatte. Aber es gibt ja so eine gewisse Folge, in der er mich in der Friedenszeit getötet hat. Und es gibt auch so gewisse Regeln. Und ja, es gibt auch so eine gewisse Friedenszeit, in der war eigentlich so etwas Gewisses vorgesehen. Und dieses gewisse Etwas war eigentlich, dass man den anderen dann natürlich nicht tötet. Ja. Und was hat er gemacht? Er hat mich getötet. Und was wird er dafür bekommen? Eine Strafe. Warum ist die Kabel? Entweder ist da ein Spawner oder ich sterb. Ich überlege gerade, wofür ich mehr bin. Nee, also. Clay brauche ich auch nicht. Es könnte natürlich auch gut sein, dass da ein Dings ist, aber es könnte auch sein, dass es was von ihm ist. Nee, dafür bin ich auch eigentlich viel zu weit. Hä? Na, ach, ein Glück. Na, ich mach erstmal Stone wieder. Ich muss ja. Lol. Lol, war der hier? Oder ist das der Weg, wo ich mich hier. Ja, bestimmt ist das der Weg, wo ich mich hier durchgebaut habe, oder wie? Oder was? Oder. Ach, keine Ahnung. Wenn das irgendjemand da draußen in der Welt weiß, kann das ja gerne da unten reinschreiben. In meine Hose. Ja, in die Kommentare. Und ja, also eine Strafe. Und zwar die Todesstrafe. Denn er hat mich getötet und dann werde ich auch ihn töten. Es wird zwar Keep Inventory an sein, aber ich werde ihn trotzdem töten und in der Kriegszeit zählt der Tod dann und dann liege ich einen Tod vor ihm. Was also bedeutet, dass wenn er mich jetzt in der Kriegszeit nicht in die Finger bekommt, dann habe ich den Krieg gewonnen. Wenn er mich jetzt echt nicht mehr kriegt, dann habe ich den Krieg gewonnen. Und das ist, ja, das ist schon ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Das grenzt schon an Keul. Ja, aber das ist wirklich, ja, da freue ich mich ja schon richtig drauf, ihn einfach zu töten. Ach, schön, er denkt, er wäre so übermächtig mit seiner blöden Eisenrüstung und seinem Diamantschwert. Ich weiß gar nicht, was er. Und da fällt mir auch gerade was ein. Bei ihm kam ja auch letzt keine, also. Er hatte ja aufgenommen, er bringt ja immer seine ganze Aufnahme in einer Folge, weil er immer zu faul ist, um eine Folge zu schneiden. Alter. Wie ich mich erschrocken. Warum explodiert ihr nicht? Hä? Irgendwas ist hier gerade falsch. Das kann nicht angehen, warum explodiert ihr nicht? Ich meine nicht, dass ich das jetzt irgendwie wollen würde. Gold. Na, obwohl bringt ja nicht viel. Aber. Explodiere. Nicht. Oh, kein Schmerz.
Das gibt es doch nicht. Komm her, Zombie. Komm her. Ja, du bist ja ein Braver. So, ganz im Gegensatz zum Doktor. Der ist nämlich böse. Und also ja, der hat eben diese komplett, er ist eben zu faul, um normale Folgen zu schneiden, und wäre dann ja auch egal, auch wenn er jetzt normale Folgen schneiden würde, wäre es ja auch egal gewesen. Schwarzpulver. Aber seine Festplatte hat einfach den Geist aufgegeben, oder was da war, irgend sowas, seine Festplatte war jedenfalls. Und wie tief bin ich eigentlich? Nicht tief genug. Und ja, dann ist diese komplette Aufnahme für den Arsch. Das heißt also, er könnte theoretisch die ganze Zeit gecheatet haben oder irgendwelche Sachen gemacht haben, die man gar nicht machen darf. Und ja, man kann es nicht nachprüfen. Das ist ganz super. Eigentlich müsste ich ihn dafür nochmal töten. Ich hatte jetzt nur Mitleid gehabt, weil er kann ja irgendwie schon nichts für, aber ist doof. Ist echt.